Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar wurde eben vor einer guten halben Stunde eine neue Karte angekündigt für das neue Hauptset Supreme Darkness, was dann am 23. Januar nächstes Jahr bei uns erscheint. Und ja, ihr habt sicherlich schon am Titel und auch am ja, Thumbnail so ein bisschen sehen können. Wir bekommen dort drinne Mulchami Nihalus und das ist auf jeden Fall Mulchami Nummer 3. Bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was ich von dieser Karte halten soll. Wir gehen gleich über diese Karte nochmal so ein bisschen gemeinsam drüber und schauen, was die kann. Ich würde allerdings Stand jetzt sagen, es ist die schlechteste Mulchami, allerdings nicht so schlecht, wie man vielleicht auf dem ersten ja, Eindruck irgendwie oder wie man auf den ersten Blick denkt. Ihr könnt aber sehr, sehr gern eure Meinung zu dieser neuen Mulchami Nihalus dann sehr gern mal in die Kommentare schreiben und ich würde von euch generell mal wissen, also sowieso, ich habe das ja neulich in einem Video auch schon mal gesagt, meine Meinung ist generell, oder ich vermute, dass das ja Konamis Antwort ist, das Spiel zu regulieren, also die ganzen Mulchamis. Und da würde ich gerne eure Meinung mal zu hören. Gerade auch noch jetzt mit ein bisschen Abstand. Puvalos ist jetzt draußen. Dieses Wochenende läuft zum Beispiel auch die UK Open. Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Turnier schon gespielt. Und ich würde gerne von euch jetzt generell noch mal eine Meinung hören, was ihr glaubt. Ist das ein guter Ansatz, mit diesen Mulchamis das Spiel zu regulieren? Oder sagt ihr, ey, das ist komplett der falsche Ansatz, das mit Karten zu regulieren, die den Gegner noch mehr Karten ziehen lassen, weil theoretisch ist es ja auch nur Going Second bedingt und der Going Second Spieler bekommt dadurch Vorteile, wobei man auch hier sagen muss, die meisten Karten davon, also ich denke Nihalus, die neue, aber auch Purulia sind wahrscheinlich eher Seitekarten, natürlich formatbedingt, aber ja, soweit erstmal dazu. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal rüber und schauen, was das wunderbare Kärtchen macht. Wie gesagt, gerne noch ein bisschen Support da lassen, Daumen nach oben, dies, das, dann freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Auf jeden Fall haben wir hier Mulchami Nihalus und diese Karte ist ein Beast, Effektmonster Erde, Level 4, 100 ATK, 600 Defense, hat den exakt selben Effekt, den wir eben auch von den anderen Mulchamis schon kennen, das heißt auch mit der Endphase und dass wir theoretisch auch zwei Mulchami-Effekte in einem Spielzug benutzen dürfen, das heißt sie und ein anderer. Das ist natürlich hier dann auch wieder die exakt gleiche Restriction und die Karte sagt: Jedes Mal, wenn der Gegner was vom Banish-Pile oder vom Friedhof specialt, darfst du eine Karte ziehen. Und da muss man halt für den jetzigen Moment wirklich sagen, jetzt gerade gar nicht mal so gut, weil jetzt gerade gibt es auch noch nicht so viele Decks, die da wirklich krass drauf zurückgreifen. Aber wenn man da mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft richtet, es kommt ja tatsächlich dieses Jahr noch ein neues Produkt raus, denn am 5. Dezember kommt Crossover Breakers und da ja, erscheint unter anderem Ryzeal. Aber auch Melis. Und Melis ist schon ein Archetype, der gerne vom Banish-Pile spezialisch wird. Also, das ist zumindest die Kernmechanik, die dieses Deck gerne macht. Aber auch aufgrund der anderen Cybers-Monster, die da drin so gespielt werden, möchte dieses Deck auch gerne was vom Friedhof Reborn. Also, wenn man da Full-Combo gehen möchte, ich glaube, dann ziehst du auch deine 4 bis 6 Karten. Also, gegen Melis, muss ich sagen, ist diese Karte schon mal definitiv nicht so schlecht. Kann man, denke ich, schon mal an dieser Stelle festhalten. Aber gerade auch mal so mit einem Blick auf andere Decks. Ich habe mir jetzt am Handy mal ein paar Notizen gemacht. Auch Decks, die man Stand jetzt, oder Engines, die man noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, wo man gesagt hat, ey, die sind eigentlich gegen Purulia und gegen Puvalos ganz gut. Die sind dann davon auch so ein bisschen betroffen, weil auf einmal müssen wir dann auch über die Horus Engine sprechen. Denn Horus zum Beispiel ist specialt ja unfassbar gerne natürlich vom Friedhof. Anders wird es natürlich schwierig. Und in den meisten Horus Piles spielt man natürlich dann auch noch eine andere Engine. Das ist zum Beispiel Orkust. Orkust bekommt ja dann nächstes Jahr auch nochmal neuen Support. Das neue Link 1 Monster ist auch ein Monster, was ich gerne vom Friedhof beschwören würde. Dann hat Orkust zum Beispiel auch noch World Wand, mit der man gerne was vom Banish Pile beschwört. Und natürlich auch Skeleton, mit der man auch vom Friedhof beschwört. Also gerade für Orkust wird das schon mal ein bisschen schwieriger. Ansonsten haben wir natürlich auch Decks wie Phantom Knight. Klar, wird aktuell nicht so viel gespielt, das Ganze. Aber ich glaube, wenn man grundsätzlich einfach mal weiterdenkt, dann kommt man relativ schnell auf den Trichter. Ey, na, Friedhof, Banish, das könnte schon das ein oder andere Deck dann doch betreffen. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht alle aufzählen. Theoretisch ist es auch eine Karte, wo man sagen kann, gegen Fire King. Die machen jetzt auch nicht so viel, aber gerade wenn man mal an Fire King denkt, dann hat man dazu ja, zum Beispiel noch die Möglichkeit, auch eine Snaker Engine zu spielen. Dann ist noch ein Oak, der vom Friedhof Reborn möchte. Damit möchte man was mit Princess
vom Friedhof Reborn und dann ist man schnell auch bei seinen zwei, drei Karten, die diese Karte einziehen lässt. Deswegen als Seitekarte teilweise dann gar nicht so schlecht. Und natürlich auch die Fiendsmith Engine, die teilweise natürlich auch sehr gerne über den Friedhof spielt. Also es gibt zig Karten, Muckraker, auch bei Jubel und so. Aber wie gesagt, das sind alles nur Beispiele. Deswegen Stand jetzt würde ich sagen, ist die Karte, wie gesagt, noch nicht so problematisch. Ich finde, die ist okay. Weitaus fairer als Vuvalos, weil ja, Extra-Deck und Deck-Spezialbeschwörungen, die kommen natürlich deutlich häufiger vor. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, was uns da noch alles an Archetypes, wie gesagt, erwartet, was Konami da alles noch so rausbringt. Das kann natürlich in Zukunft irgendwann auch nochmal eine extrem problematische Karte werden. Aber wie gesagt, für den Moment halte ich die Karte für sehr unproblematisch und ich muss sagen, ich mag grundsätzlich auch das Kartendesign und die Idee dahinter. Aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich die perfekte Lösung ist. Und wie gesagt, meine Meinung zu Vuvalos, die brauche ich euch jetzt, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht nochmal kundtun. Aber ihr könnt sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr sagt, ey, es gibt noch viel weitere Decks, die unter dieser Karte leiden. Ich glaube auch hier Gladys, die möchten das auch so ein bisschen machen. Auch gerade der neue Support, der da angekündigt wurde, bin ich mir jetzt aber auch nicht zu 100% sicher. Jetzt einfach gerade hier nur spontan mitten raus. Aber wie gesagt, ihr könnt sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr sagt, ey, das gibt noch das ein oder andere Deck, da tut das auch richtig oder richtig weh. Ich glaube, Infernoid und so. Da könnte es bei einigen Decks schon richtig krachen nochmal. Und wie gesagt, zum Ende würde ich dann gerne nochmal kurz zu dieser Thematik kommen, wo ihr dann gerne eure Meinung nochmal zu diesen Mulchamis schreibt. Das würde mich wirklich unglaublich mal interessieren. Jetzt klammert oder versucht mal, Vuvalos wirklich irgendwie auszuklammern. Der ist vielleicht ein bisschen over the top, aber grundsätzlich, ich glaube, ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Also die Grundidee halt mit den Mulchamis das Spiel zu regulieren. Ich bin auch gespannt, ob das hier die letzte Mulchami war, weil wenn ich ehrlich bin, ich weiß jetzt nicht, welche Mechaniken man da noch abdecken möchte. Wir haben jetzt Normal Summons oder generell alles von der Hand. Wir haben Spezialbeschwörungen vom Extra-Deck oder Deck und dann haben wir Spezialbeschwörungen noch vom Friedhof und vom Banish Pile. Also theoretisch, ich wüsste jetzt nicht, was man damit noch spezifisch abdecken möchte oder kann. Könnt ihr auch gerne eure Ideen mal noch in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas, was mir jetzt spontan gerade nicht einfällt. Aber ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein weiteres Mulchami rauskommt. Vielleicht Mulchamis noch in Form von anderen Effekten, weil ich glaube, uns fehlt eigentlich noch ein Feuer-Mulchami. Also Dark würde theoretisch auch noch fehlen. Also ich bin gespannt, ob man da alle Eigenschaften oder Attribute am Ende auch noch durchgeht, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Deswegen, ja, wie gesagt, jetzt möchte ich aber auch nicht noch weiter rumquatschen. Mehr gibt es, glaube ich, zu Mulchami Nihalus nicht zu sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr schreibt. Und ja, ich denke mal, morgen Sonntag wird dann nochmal ein weiteres Video kommen. Da sieht man sich dann auf jeden Fall nochmal. Muss ich aber gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Aber für den Moment würde ich erstmal sagen, schönen Samstag. Und in diesem Sinne, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.